don't you look at that? I said, my friend, what you looking at? I think she is something for me. Excuse me, miss, it's my first time here. Maybe you can show me out of here. I think she got something in thee. So please forgive my rudeness if I'm tripping over your time. Heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar sind wir gerade Gassi. Und der Felix hat die Mel in der Ergo-Baby. Schaut euch das mal an. Das ist voll lustig, oder? Er ist so riesig und deswegen sieht das voll komisch aus irgendwie. Bei mir sieht die Ergo-Baby immer so riesig aus. Bei ihm so klein. Ja, mein Hund ist auch dabei. Felix, bist du auch dabei? Und wir gehen jetzt kurz ein bisschen Gassi. Mit der Mel. Sie hat eine neue Mütze und ein neues Halstuch. Das zeige ich euch gleich damit. Ihr habt ja gerade auch schon gesehen, wie wir die Ergo rangemacht haben bei Felix. Das war kein Problem bei ihm. Mein Hund hat was gesichtet. Felix, was war da? Ja, war kein Problem bei ihm. Es ging halt genauso wie bei jedem. Man kann es ja sehr gut einstellen, alles, die Gurte. Tja, erzähl doch mal deine Meinung. Wie findest du das? Also du hast gerade gesagt, die Masupi war besser, ja? Ja, also ich werde, glaube ich, absoluter Masupi-Träger später. Weil die einfach mir ein bisschen bequemer sitzt. Ich fühle mich hier so ein bisschen eingeengt. Okay, die kaufen für dich extra eine Masupi. So sieht das aus. Gut. Ja, wir hatten ja vorher die blaue Trage, die Masupi. Und die fand er wohl besser. Ich weiß auch nicht, was ich da besser finde von beiden, aber ich fand die Masupi wirklich super, super toll, weil sie einfach so easy peasy war. Also echt unglaublich, wie leicht so eine Babytrage gemacht werden kann. Ja, aber die Ergo-Baby finde ich an sich auch nicht schlecht. Ich glaube, die Ergo-Baby ist besser, wenn man zum Beispiel wandern geht oder so. Oder halt allgemein schwerere Kinder transportiert. Weil die Ergo-Baby kann natürlich auch mit Kindern bis 4 Jahre, glaube ich, getragen werden. Und das finde ich auch persönlich sehr gut. Bei der Masupi wird das dann schon ein bisschen schwer, weil die halt nur aus Klettverschluss besteht. Aber ich glaube, für Neugeborene würde ich auch kein Ergo-Baby kaufen. Aber ein ausführliches Video über die Ergo-Baby kommt auf jeden Fall noch. Ist so süß, Schatz. Na Felix? Felix! Hallo! Hier kommt der Müllwagen. Felix, komm her! Wir warten kurz. Das sieht so lustig aus. Ja, wir haben die Mel in. Also hier seht ihr hier so eine Decke, ich habe das schon mal gesagt, glaube ich. Weil es gibt diesen Neugeborenen-Einsatz für die Ergo-Baby und den haben wir ja nicht. Und deswegen habe ich eine Decke genommen. Einfach eine ganz normale Kuscheldecke. Und die hier unten. Felix, komm mal her! Hier auf die Seite, du weißt es ganz genau. Hier unten, zwischen ihre Beine, damit eine Anhock-Spreizhaltung entsteht, so ein kleines Kissen gebaut. Wollte ich euch auf jeden Fall auch nochmal zeigen. Zeige ich euch gleich vielleicht noch kurz zu Hause. Damit ihr das auch mal seht, wie ich das so mache. Und hier seht ihr auch ihre Füße. Hier ist ein Bein von der Mel. Und bei den anderen Babys, bei den größeren Babys, gucken die Beine ja nachher hier raus. Aber bei den Babys sind die noch da drinnen. Also auch im Neugeborenen-Einsatz sind die denn da noch so drinnen. Er fängt hier immer Frösche, Schatz. Muss er aufpassen. Ja. Komm jetzt. Na? Nein. So. Ja, hab ich schon gesehen. Das ist so süß. Ja, das ist so gut. Ja, meine Lieben, heute, was ist heute für ein Tag? Heute ist Montag. Meine letzten 2 Ferienwochen beginnen. Ja? Hm. Und die ist auch noch da.
Felix, komm! Aber es ist voll leicht, das Kind so zu tragen, oder? Also wenn man... Ich hab keine Probleme. Wenn man spazieren geht oder so, ist es voll praktisch, weil man hat halt beide Hände frei, ne? Muss halt nicht auf den Kinderwagen aufpassen oder so. Das finde ich voll gut. Das stimmt. Meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Jetzt zeige ich euch noch kurz einmal, wie wir das gebaut haben von Mel. Ich ziehe kurz meine Schuhe aus. Oh, hier hat man so tolles Licht. Voll gut Videos drehen. So. Also, wir befreien mal den Felix. Hier ist übrigens die Mel. Das ist die Mütze von Kimi. Und ihr Halstuch zeigen wir auch gleich mal. So. So, haben wir hier die Lose. Das ist noch nicht kaum was. So. Ganz hinten, hier ist ein großer. Kannst du aufmachen? Also, mein Lieben, so saß sie drinne. Also, hier sind die Beine dann so angewinkelt gewesen. Hier ist dieses Kissen, auf dem sie sozusagen saß. Das heißt, ich habe einfach die Decke so ein bisschen zusammengerollt, halt zuerst in so ein kleines Viereck gepackt und dann hier unten einfach ein bisschen zusammengerollt, so als kleines Kissen, Beine dazwischen. Und ja, so saß sie dann drinne. Hier hat sie die schöne Mütze von Kimi und hier ist das neue, diese Halstuch. Das ist so richtig schnuckelig, ihre Schnullerkette und jetzt Schnulli. Und dann schläft sie da mal drin in dieser schönen Trage. Das Halstuch ist so schön. Das ist selbst genäht. Nicht von mir, von jemand anderem. Und das ist hier hinten so weich. Und hier ist das so schön rosa. Und hier mit so einem blauen kleinen Band noch. Richtig süß, finde ich das. Ja, so liegt sie sozusagen immer. Also hier ist dann immer der Mama- oder Papa-Bauch. Dann liegt sie so immer drin. Hier ist halt die Anhock-Spreizhaltung. Es geht bei Reborns halt nicht so gut, weil die immer feste Beine haben. Und ihre Arme sind immer hier oben so bei ihr. Das mag sie immer sehr, sehr gern. So liegt sie dann halt da drin. So, mein Lieben, und das war's auch schon. Ich wollte euch mal mitnehmen bei diesem kleinen, besonderen Spaziergang, weil Felix die Kleine noch nie in der Ergobiege hatte. Und ja, war ganz spontan. Ich fand das so toll, dass die Kleine immer beim Papa in Ergobaby ist. Und dass er es auch mitmacht, finde ich auch super toll. So, wir gehen jetzt mal hoch. Haben wir durch die dunkle Kammer hier. Dann geht's durch hier. Dann kommt die Mausi jetzt ins Bettchen. Und dann schläft sie jetzt noch ein bisschen. Beim Tragen schläft sie immer ein. Und deswegen wird sie jetzt noch ein paar Stunden durchschlafen. Hier haben wir die tolle Kette, die ich euch auf jeden Fall auch nochmal in einem extra Video zeige. Die haben wir von einer ganz tollen Instagrammerin bekommen. Eine Kinderwagenkette ist eigentlich. Ich habe sie jetzt erstmal hier, weil ich das voll schön fand, wenn sie hier ist. Ich verlinke euch den Shop auf jeden Fall mal in der Infobox. Ich finde das nämlich total toll, wie sie das hier gemacht hat, auch mit diesen Häkelkugeln und den Sternen. Der Stern hier ist besonders cool, weil den kann man so eindrücken. Das ist sehr gut für die Babys später. Die Clips finde ich richtig hochwertig, also da bin ich echt begeistert. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unten in der Infobox. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen bei ihr. Sieht man wirklich sehr, sehr tolle Arbeit. Ich bin wirklich echt begeistert. Das ist alles auch für Babys getestet und so. Also ich bin echt sehr, wirklich sehr begeistert von dieser Arbeit. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Die macht auch echt tolle Sachen. Also Schnullerketten, ich glaube Greifringe und so macht sie auch. Also echt coole Sachen. Und wenn ihr irgendwas sagt, was ihr gern hättet, macht sie euch eine Kette fertig. Und wenn ihr sagt, na, ich möchte das noch bitte anders haben, macht sie es auf jeden Fall anders. Also finde ich echt gut. Und auch echt super günstig. Und schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ja, hier liegt der arme kleine Emil auseinandergebaut. Wir mussten ja seinen Körper waschen. Das werde ich ihn gleich wieder zusammenbauen. Aber das seht ihr alles in dem Vlog von dem kleinen Emil-Mann. So, hier haben wir noch ein paar Sachen von dem neuen Baby, die wir gekauft haben. Kleine Fäustlinge und so. Muss ich auf jeden Fall auch noch alles wegpacken. Hier haben wir noch ein paar Sachen, die ich verkaufe jetzt. Und
Und der Rest gehört Emil. Ja, meine Lieben, und dann würde ich Tschüss sagen und ich hoffe, euch hat's gefallen. Es ist so ein kleines Mini-Video jetzt, aber ja, ich hoffe, euch hat's gefallen und einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.